Jetzt aber die erfolgreichste Sängerin, die wir in Deutschland haben, am niggelnagelneuen Fernsehgartenpool. Die geheimen Träumer, das ist die versprochene Zugabe von Andrea Berg. Ich hab ja keine Ahnung, wo du jetzt gerade bist. Ich spür nur, dass mein Herz dich so vermisst. Ja, ich weiß, dass es nicht sein darf, doch ich seh mich so nach dir. Und wenn es sie nicht gäbe, wärst du hier. Siehst du auch grad zu den Sternen, liegst neben ihr noch wach und hast ganz heimlich auch an mich gedacht. Die geheimen Träumer finden keine Ruhe, rasen wie Kometen aufeinander. Am Rand der Zeit, für einen Augenblick Unendlichkeit. Ganz egal, wo das auch hinführt, ich gebe mich dir hin, weil ich nur in deinen Armen glücklich bin. Die geheimen Träumer finden kein aufeinander zu. Die geheimen Träume brennen lichterloh, tanzen durch die Sternennacht am Himmel irgendwo. Die geheimen Träume. Mosaik, so heißt das neue Album, die geheimen Träumer. Der zweite Titel kommt von hinten. Na, meine Liebe, wie findest du unseren Pool? Ist eine tolle Bühne geworden, gell? Sensationell. Ja? Also 5 Grad wärmer und. Ja, das wär's. 5 ist Grad. So kalt war es, glaube ich, zum Anfang noch nie. Nein. Ich muss noch was loswerden. Und zwar hast du innerhalb von 4 Wochen, und das ist eigentlich, sagen alle, die Ahnung haben und vom Plattenverkauf sowieso, hast den Goldstatus mit Mosaik erreicht. Und in zwar Österreich und in der Schweiz. In Österreich und in Deutschland. In beiden. Ja. 4, also ja. Gold. Wenn man was mit dem Herzen macht und seit so vielen Jahren und so viele treue Fans hat wie ich. Die aber hast das du. Geil ist nicht, doch es ist schon geil, Gold zu haben, aber geil ist, dass wir jetzt mit Mosaik live auf Tour gehen und da bin ich schon richtig hibbelig und wibbelig und kann es kaum noch abwarten. Jetzt geht's los. Ja, an diesem Album habt ihr lange gearbeitet, Andrea, und dann gibt's so die ersten Ideen, dann gibt's die ersten Musiken, dann wird getextet, dann wird womöglich wieder alles über Bord geworfen, nochmal. Welche Phase des Prozesses gefällt dir davon am besten? Also ich mag eigentlich auch gerne das Sammeln, das Schreiben, das Leben, um dann über das Leben zu schreiben, was dazwischen war. Waren über 2,5 Jahre, in denen ich viele tolle Sachen erlebt habe. Höhen und Tiefen,
ganz, ganz bunte Mosaiksteinchen und auch etwas dunklere zusammengefügt habe zu einem wunderbaren Mosaik. Aber das ist doch das Schöne. Das macht es doch aus, dieses facettenreiche Leben. Und inzwischen brauchst du einfach nur noch die ersten Zeilen von Mosaik zu sagen. Ja. Ich bin frei, ohne Wenn und Aber, pfeif auf das Gezeter und Gelaber, trag mit Stolz die Schrammen und die Narben. Ah. Und es ist geil. Ja. Und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und wenn du das den Menschen sagen kannst, weißt du was, so wie du bist, so bist du richtig, mach dein Ding. Niemand weiß, wie lange er bleiben kann, niemand weiß, was morgen ist. Und heute leben, lieben wir das Leben. Ich war ja gerade vielleicht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Fernsehgarten war auf Tour auf den Kanaren, Gran Canaria. Und dann ist abends in diesen großen Hotels immer Unterhaltungsprogramm, da warst du. Du hast tausendmal belogen gesagt. Nein, nicht ich. Ein spanischer Alleinunterhalter. Auf Englisch, Französisch, Spanisch. Und ich hab's erkannt. Du bist geil. Einfach da. Die, hör mal, die singen dich auf Gran Canaria, obwohl du gar nicht da bist. Dann hast du es geschafft. Auf Tour haben wir gesagt, gehst du. Die Fans freuen sich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das nicht schon unser Bye-bye für diesen Sommer im Fernsehgarten wäre, sondern... Großes indianisches Ehrenwort. Ja. Andrea Berg. Danke, Süße. Danke. Danke. Vielen Dank.